Polygon mit neuem POL-Token, wie genau funktioniert Airdrop-Farming und Lens könnte eventuell das nächste Twitter sein. Das und mehr in dem Airdrop Weekly diese Woche. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Airdrop Weekly mit mir und Tassilo. Wir haben wieder spannende Links für euch zusammengesucht. Es gab doch einige Announcements, jetzt nicht in erster Linie nur Airdrop. Natürlich die ganze Ripple-Geschichte hat natürlich den ganzen Markt ein bisschen beflügelt. Aber wie gesagt, sprechen wir heute mehr über Airdrops. Und ich würde sagen, wir springen gleich rein, Tassilo. Du hast eigentlich eines der wichtigsten Themen gleich verlinkt bzw. angesprochen, nämlich die Polygon-Geschichte. Ein bisschen ein Thema, das wir schon vor ein paar Wochen bzw. in anderen Themen immer wieder diskutiert haben, dass da Polygon in eine andere Richtung geht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Polygon ist immer wieder aufgetaucht und jetzt speziell eben mit dem Thema, dass sie ja einen Token erstellen wollen, beziehungsweise dahin transferieren wollen, um dann alle Polygon-Chains damit zu powern sozusagen. Und ja, das ist aus meiner Sicht schon eine sehr große Neuerung. Also bisher kennen wir alle den Matic-Token, den es ja schon seit Jahren gibt. Und jeder, der das Polygon Proof of Stake Netzwerk schon mal benutzt hat, der hat auch schon mal Matic benutzt. Und mittlerweile ist Polygon ja sehr, sehr stark darin, verschiedene Chains für verschiedene Anwendungsfälle zu bauen. Also sie haben dann zum Beispiel die ZK-EVM gestartet. Dann haben sie einen Vorschlag, wurde jetzt vor kurzem eingereicht, dass die Proof of Stake Chain zu einem ZK-EVM Validium umgewandelt wird. Und daneben baut Polygon noch ganz, ganz andere Chains. Und ja, bisher gab es eben diesen Matic-Token oder gibt es noch diesen Matic-Token und in Zukunft soll das auf den POL, also POL-Token, umgestellt werden. Und ja, dieser ist dann im gesamten Netzwerk sozusagen zuständig. Und so wie ich es verstanden habe, kann jede Chain sogar noch individuell auswählen, ob sie den POL-Token als sozusagen Gas-Token nehmen wollen oder ob sie ETH dafür nehmen wollen. Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, wie das im Detail abläuft, aber das fand ich auch interessant, dass sie das sozusagen nicht vorschreiben, sondern so ein bisschen offen lassen. Ja, und für mich ist das interessanterweise so ein bisschen der negativste Teil des Announcements, weil es so ein bisschen an Polkadot erinnert. Bei Polkadot haben wir ja die Situation, dass du bei den Parachains eigentlich nie DOT als Zahlungsmittel benutzen musst, sondern immer eigentlich den separaten Token der eigenen Parachain. Und da frage ich mich jetzt halt, ist die ganze, also Polygon als Infrastruktur ist halt komplett auf Ethereum aufgebaut, wieso quasi weg davon oder die Option überhaupt geben? Wieso nicht User Experience technisch das Ganze genauso einfach belassen? Jetzt haben wir uns langsam so ein bisschen an das Konzept von Gas Fees gewohnt, im Sinne von, dass wir Ethereum bezahlen. Von daher diese Komplexität mit den POL-Token für die Gas Fee reinzubringen, weiß ich nicht, ob es für mich Sinn macht, aber ich glaube, wir sind ja auch noch früh im Prozess. Also ich glaube, es wird ja dann als Option noch angegeben. Ich fand es auch, wie sie den Blogpost aufgebaut haben, fand ich ganz interessant. Sie haben ja gesagt, dass Bitcoin der erste wichtige Token sei, dann Ethereum und jetzt eigentlich der POL-Token, der quasi auf diesen zwei technischen Veränderungen aufbaut. Wie siehst du das, Tassilo? Denkst du, das Ganze wird noch für Verwirrung sorgen? Matic-Token, Polygon-Token, POL-Token, ETH-Token etc.? Oder war das so ein bisschen etwas, was du so oder so erwartet hattest? Ich glaube, bezüglich Airdrop hattest du ja so ein bisschen einen Hint gegeben. Übrigens Hut ab da hast du wirklich zwischen den Zeilen gelesen, weil natürlich das Thema Airdrop wird jetzt natürlich auch entsprechend relevant mit dem POL-Token. Ja, es ist also nach wie vor ist es ja so, dass man Matic als Gas-Token hat auf der Proof-of-Stake-Chain und irgendwie hat man sich daran ja auch gewöhnt, sage ich mal. Aber tendenziell bin ich schon ganz bei dir, dass man eigentlich, wenn man es vereinheitlichen würde und sagen würde, wir zahlen überall mit ETH, so wie es bei Arbitrum Optimism ist, das macht es einfach und das gibt natürlich dem ETH-Token nochmal zusätzlichen Wert. Das ist natürlich dann ja eine zusätzliche Nützlichkeit für den Token.
Ich weiß aber auch von anderen Projekten, wie beispielsweise Starkware, dass sie auch planen, den Stark-Token als Gas-Token zu nehmen. Ich bin mir da noch unsicher. Also ich habe so das Gefühl, da wird es ein bisschen, es wird erstmal so ein bisschen auseinandergefächert und wird sich dann vielleicht auch nochmal konsolidieren, in dem Sinne, dass solche Chains möglicherweise dann auch später nochmal auf ETH umsteigen. Ja, ich kann deine Sicht da total verstehen. Und wie gesagt, also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das später wieder konsolidiert. Und ja, was Thema Airdrop angeht, ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen, die Diskussion hat sich dadurch angeheizt. Man sieht wieder mehr auch auf Twitter und in anderen Medien, dass über einen Polygon Airdrop gesprochen wird. Wir hatten ja damals schon über das Zitat gesprochen von einem der Co-Founder. Und durch die Umstellung des Token ist aus meiner Sicht jetzt die Möglichkeit noch mal ein bisschen gestiegen. Denn wenn ich diese Umstellung mache von Matic zu Poll, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch andere Tokenomics in diesen Token einzubauen. Ich weiß, dass erstmal der Plan ist, die Token 1 zu 1 umzutauschen. Und dafür wird es eine 4-jährige Phase geben, in der das möglich ist. Also überhaupt keine Eile nötig, ne? So, das finde ich erstmal ein super Ansatz, dass dann nicht gesagt wird, wir machen 3 Monate und wer es dann nicht gemacht hat, der hat sozusagen Pech gehabt, sondern man hat wirklich 4 Jahre Zeit, um diese Token zu tauschen und die werden eins zu eins getauscht. Der maximale Supply ist auch nach meinem Wissen identisch. Was aber jetzt unterschiedlich ist, ist die Inflation. Es wird eine einprozentige Inflation geben, um das Ökosystem zu fördern. Und eine einprozentige Inflation, um Block Rewards auszuzahlen. Das heißt, wenn du validierst, das heißt, dein Poll dann Stakes entsprechend, wirst du dafür belohnt mit Staking Rewards. Und ja, insgesamt beträgt die Inflation also 2%. Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber bei einem Projekt, ich weiß nicht, wo Polygon gerade bei Marktkapitalisierung steht, vielleicht weißt du das, aber wenn man da 2% von nimmt, dann ist das natürlich trotzdem beträchtlich. Und ja, aus meiner Sicht besteht die Möglichkeit, gerade weil es auch ja in den sozialen Medien so ein bisschen von einem der Co-Founder angetrieben wurde, dieses Gedankenspiel überhaupt. Aber klar, ne, es ist Spekulation nach wie vor. Wir haben da keine Klarheit, sondern wir spekulieren. Knapp 7 Milliarden US-Dollar, also 6,9 ist die Marktkapitalisierung. Das Interessante ist, du hast jetzt das mit den 4 Jahren angesprochen, finde ich auch sehr sympathisch, aber es hätte ja einen Vorteil gehabt, wenn man die Zeit ein bisschen limitiert hätte, dann hätte man zumindest bei der Supply-Seite ganz bewusst auch eingeschnitten und das hatte das Ganze vielleicht auch preislich attraktiver gemacht. Also da gibt es immer Vor- und Nachteile, oder? Aber ich glaube, Polygon möchte halt wirklich etwas, was Langfristiges aufbauen. Und ich glaube, die Tokenomics an sich werden noch ein bisschen angepasst. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Zahlen sich da sowieso noch verändern. Ja, absolut. Ja, also Polygon hat ja das Ziel, dieser Value Layer des Internets zu sein. Und ich glaube, da kommt man hin, wenn man wirklich alle Leute mitnimmt. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du an. Machst du jetzt etwas anderes, wenn es um die Airdrop-Geschichte geht? Also gibt es da etwas, was du jetzt konkret machen würdest? Weil ich habe rein wenn ich mein Portfolio anschaue, dann finde ich halt Polygon immer noch extrem spannendes Investment, auch rein von den Partnerschaften, von der Innovation, die sie betreiben. Aber ich habe so ein bisschen meine Mühe, quasi den Wert im Token noch zu sehen. Also da weiß ich nicht, wie das Ding halt auf 10, 20, 30 US-Dollar steigen kann. Zumal eben, wie gesagt, 4 Jahresfrist-Token wird. Also wenn es da einen Airdrop gibt, dann werde ich wahrscheinlich eher da mitmachen. Machst du da was Spezifisches? Ja, es wäre natürlich interessant, noch mal ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen und zu überlegen, welche Chains können wir alle nutzen und wo ist Polygon überall aktiv, wo ich als Nutzer Transaktionen machen kann. Aktuell fahre ich das eher auf kleinerer Flamme, ehrlich gesagt. Also ich habe auch eine kleine Position selber in Matic. Die halte ich soweit. Und ansonsten bin ich jetzt großer Fan der ZK-EVM, also Polygon ZK-EVM, die ist seit einigen Monaten live. Hatten wir auch schon mal im Weekly darüber gesprochen, ist deutlich weniger vom TVL als jetzt so eine ZK-Sync-Era, weil da eben der Airdrop-Gedanke noch sehr viel stärker gespielt wird. Deswegen mein Ansatz ist aktuell, da aktiv zu sein. Ich habe das auch, ich glaube, letzte Woche
in der Community, in der AirDrop One Community vorgestellt und eine kleine Anleitung dazu geschrieben. Ich glaube, 3, 4 Protokolle rausgesucht, die man auf zkEVM benutzen kann. Mir ist aber auch aufgefallen, muss ich ehrlich sagen, dass die Liquidität nicht sehr groß ist dort. Man muss sehr stark gucken, dass man keine schlechte Slippage bekommt, also bei dem Trade sozusagen ja einen schlechten Deal macht und Geld verliert. Und deswegen bin ich da auch mit sehr, sehr kleinen Beträgen unterwegs und spiele das so ein bisschen nebenbei. Also das ist jetzt nicht mein Hauptfokus. Ich glaube, wenn ein Airdrop kommt, dann kann er schon beträchtlich sein. Aber ich halte es verglichen mit anderen Projekten doch eher ein bisschen unwahrscheinlicher, dass tatsächlich Polygon einen Airdrop macht. Deswegen, ich versuche mit dabei zu sein, aber eben begrenzt auf die zkEVM aktuell. Und vor allem glaube ich auch nicht, dass ein Riesen-Airdrop wird. Also im Vergleich zu denen, die noch keinen Token haben, würde ich das eher auch auf tiefere Priorität. Sehe ich auch so. Ja. Cool, gehen wir weiter. Genau, das habe ich schon gesagt. Ja, nächstes Projekt ist Lens. Weiß gar nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben. Lens ist ein Social-Protokoll, sowas wie Twitter, wenn man es so ganz grob umschreiben will. Es ist aktuell immer noch in der Whitelisting-Phase. Das heißt, man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich mache mir jetzt einen Account, sondern man muss gewisse Kriterien erfüllen. Es gab eben gerade so in den letzten 9 bis 12 Monaten sehr viele so kleine Aufgaben, die man erledigen konnte, um auf diese Liste zu kommen. Aktuell ist sogar die offizielle Warteliste offen. Das habe ich auch in der AirDrop One Community bereits geteilt, den Link. Da auch kurz den Hinweis, vorsichtig sein mit Scams. Da sind schon einige Scammer auf Twitter unterwegs, die euch den falschen Link senden. Und ja, da bitte vorsichtig sein. Genau, aber Lens ist ein spannendes Protokoll. Ich glaube, es sind aktuell so 100.000 Nutzer mehr oder weniger drin. Und sie haben jetzt vor kurzem ihr V2, also Version 2 sozusagen gelauncht. Und das bringt einige Neuerungen. Sie haben es hier unten ein bisschen näher erklärt. Also sie nennen das Open Actions und was damit passieren kann, so wie ich es bisher verstanden habe, ist vor allem, dass Entwickler besser mit ihren Smart Contracts anknüpfen können an das Protokoll und ja, entsprechend einige Features, wie hier aufgelistet, möglich sind. Also Buy or Sell, ERC20, so NFTs, Mint External NFTs directly on Lens. Also es erweitert eigentlich das Protokoll und gibt dem Ganzen mehr Möglichkeiten. Ja, ich glaube, das ist weiterhin was ist, was wir sozusagen erkunden können, was wir benutzen können. Dazu gibt es entsprechend auch eine Anleitung. Und ja, ich glaube schon, dass auch Lens in Zukunft einen Airdrop machen wird. Und aktuell, sage ich mal, ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, so wie massiv wird sowas. Also auf der einen Seite sehe ich klar das Potenzial in sozialen Netzwerken. Ne? Wir haben alle mitbekommen, wie Facebook vor vielen Jahren dann wirklich Netzwerkeffekte realisiert hat und jeder wirklich bei Facebook war und dann Instagram, Twitter und so weiter. Das ist noch so ein bisschen die Frage, was passiert, wenn sie diese Whitelist auflösen? Kommen dann wirklich die Massen rein? Ist das das neue Medium oder eben nicht? Und das steht total in den Sternen. Deswegen ist auch da mein Ansatz, ja, benutzen, aber auch da nicht übertreiben. Ich weiß nicht, bist du bei Lens mittlerweile? Ich bin nicht bei Lens. Ich wollte mich eigentlich wie einkaufen. Du hast ja die Möglichkeit, glaube ich, mit dem NFT auf dem Markt dich quasi, also ich glaube, ein Username ist ein NFT und so kannst du dich einkaufen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da wollte ich mal das Ganze ausprobieren. Es ist dann, ich glaube, ich habe sogar ein paar Gebote gemacht, wurden dann nicht akzeptiert und dann habe ich es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich glaube, mit diesem neuen V2 bildet Lens aber so ein bisschen eine Art Verknüpfung an die Außenwelt. Und mit der Außenwelt meine ich jetzt spezifisch die Web3-Außenwelt. Ich glaube, das könnte durchaus spannend sein, wenn wir dann plötzlich die Verknüpfung zu OpenSea haben oder zu Uniswap haben oder zu sonstigen Sachen.
sind und da quasi, während wir über ein Thema sprechen, dass wir gerade auf OpenSea das NFT kaufen können und das dann irgendwie innerhalb einer Gruppe dann nutzen können, etc. Aber ich glaube, du hast einen Punkt angesprochen, den ich übrigens letzte Woche, ich habe Lens mit Line A verwechselt. Da hatten wir auch kurz über Social Media Produkte gesprochen, aber meine Meinung gilt da grundsätzlich oder galt da natürlich für Lens spezifisch. Die Idee halt, wie kriegt man Leute auf diese Plattformen? Weil wir dürfen nicht vergessen, oder dieses Threads von Facebook oder Meta ist in wenigen Tagen rausgekommen, konnte, glaube ich, etwas über 100 Millionen Nutzer von heute auf morgen mehr oder weniger registrieren. Jetzt hat übrigens die Zahl schon wieder abgenommen an den täglich aktiven Usern. Also dieses, im Englischen sagt man ja Stickiness, also diese Klebhaftigkeit, also dieses Kleben quasi, wie lange bleibt der Nutzer kleben an der Plattform? Das ist eine Frage, ich glaube, das wird für Lens extrem schwierig, weil es halt auch noch diesen Netzwerkeffekt halt wirklich von einer Subgruppe erst noch nimmt, oder? Ich glaube, das Hauptproblem, das wir momentan so ein bisschen haben, ist, unsere Web3-Welt bewegt sich auf Twitter und Discord und wird mit Lens quasi jetzt nochmal eine separate Plattform geschaffen, wo wir uns idealerweise permissionless und komplett quasi dezentralisiert unterhalten können. Ich glaube, das ist natürlich ein Killer-Argument. Aber ob es wirklich durchkommt, weil es halt in der Nutzung immer noch so komplex ist, das ist die große Frage. Wie gesagt, da nochmal das Beispiel von Threads, oder? In wenigen Tagen auf 100 Millionen Nutzer, weil man halt die Connection via Instagram schon hatte. Es war eigentlich ein Klick und man konnte quasi einen Threads-Account einrichten. Das wird bei Lens halt noch nicht so sein. Ich sehe bei dir, du hast im Twitter-Profil .tassilo.lenz, oder? Da hast du den Namen schon gesichert. Das heißt, du bist aktiv auf der Plattform. Also ich habe den Handle seit vielen Monaten bereits, aber aktiv wäre jetzt übertrieben. Also das ist halt genau dieses Problem mit Netzwerkeffekt, ne? Wenn die Leute nicht da sind, die du da haben willst und denen du da schreiben willst, dann wirst du es auf Dauer nicht benutzen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich aktuell sehe, dass eben durch diese Begrenzung der Leute, die überhaupt drauf können, also diese 100.000, die aktuell drin sind, noch keine Netzwerkeffekte entstehen. Das ist auch so ein bisschen gewollt, glaube ich, weil dadurch eben diese Exklusivität entsteht. Aber ja, aus meiner Sicht muss da wirklich was passieren, um den Leuten einen Anreiz zu bieten, auf diese Plattform zu wechseln. Ich glaube, dass es vom Thema so Datenhoheit etc. schon sehr viel liefert. Das heißt, ich kann mein Profil auch portieren in andere Netzwerke und bin sozusagen Herr über meine Daten. Aber ich glaube, dass dieses Problem ganz viele Leute gar nicht so richtig wahrnehmen. Die wollen eben ja einfach mit ihren Freunden chatten oder Bilder hochladen oder sonstiges. Und Thema Datenschutz ist ja nicht bei jedem auf dem Schirm, sage ich mal. Was ich gut finde bei Lens, ist beispielsweise die Monetarisierung. Sie versuchen, dass man auch mit Posts Geld verdienen kann. Du kannst einen Post collecten und der Content Creator, also der Ersteller dieses Posts, kann praktisch einen Preis festlegen, für den du das collecten kannst und dann sammelst du entsprechend das NFT davon, kannst es weiterverkaufen etc. So, diesen Aspekt finde ich gut, denn der fehlt sehr, sehr stark in der herkömmlichen Content-Generierung, weil die Leute ja hauen einfach Content raus und versuchen dann mit Werbung Geld zu verdienen. Wobei ich auch gehört habe, dass Twitter dabei ist, das auszurollen, dass man ja auch direkt in-App Geld verdienen kann. Ja, da wird es wahrscheinlich noch einige Bestrebungen geben. Ich glaube, dass das eben auch das Interessante, oder Elon Musk hat ja immer wieder gesagt, dass er eigentlich Twitter als Protokoll oder als Plattform halt sieht, welches quasi die Meinungsfreiheit wahren muss, etc. Gleichzeitig ist Twitter halt ein Geschäft, das Geld verdienen muss. Werbeeinnahmen sind miserabel auf Twitter, das muss man auch sehen. Also als Geschäft, ich glaube, gerade gestern oder vorgestern hat er auch getweetet, dass sie immer noch ein- oder zweistellige Millionenbeträge verlieren. Das heißt, er muss sich Gedanken bezüglich Monetarisierung machen. Das wäre jetzt ein Modell, quasi diese Abo-Modelle, Content monetarisieren. Ich glaube, da hat Lens eventuell sogar noch einen Vorteil. Ich glaube, du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Wenn ich jetzt, sagen wir, einen Witz
als Tweet versende, dann kann der einfach copy-pasted werden. Die zweite Person geht komplett viral und quasi dieser virale Effekt, der entgeht mir dann. Auf Lens wäre das rein theoretisch nicht möglich, weil ich quasi wie beweisen kann, dass ich eigentlich der Initiant oder der originale Poster von diesem Witz gewesen bin. Die Frage ist jetzt halt, kann ich quasi Text copy-pasten? Wird das auf Lens wie funktionieren? Kann ich dann quasi mit deinem Content viral gehen und umgekehrt? Oder bin ich dann geschützt durch die Blockchain, weil ich dann beweisen kann, dass ich eigentlich der Initiant bin? Ist das dann noch relevant, wenn ich viral gegangen bin oder du viral gegangen bist? Das ist so ein bisschen die Frage, oder? Aber ich glaube, monetarisierungstechnisch muss sich Lenz auch ein bisschen Gedanken machen, inwiefern oder woher das Geld kommen soll, weil idealerweise als Blockchain-Produkt wird es wahrscheinlich auch keine Werbung haben. Und dann ist natürlich die Frage, wie sonst Geld verdienen. Absolut. Also noch viele offene Fragen, die es zu klären gibt. Unbedingt, ja, unbedingt. Dann als nächstes ein beliebtes Thema, ZK Sync. Da gab es eine Geschichte um die NFTs, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, ich muss ehrlich sagen, ich habe es tatsächlich nur am Rande verfolgt. Also ich habe den Tweet gelesen und einmal noch ein bisschen weiter Nachforschung ja, durchgeführt. Also im Prinzip, was passiert ist, ist, dass ZK Sync ein NFT-Projekt bestehend aus 10.000 einzelnen NFTs an ZK Sync-Nutzer gesendet hat. Und dabei haben sie aus den 179.000, die schon mal ein NFT gekauft haben auf ZK Sync, zufällig 10.000 ausgewählt und diese NFTs gesendet. Das Ganze hat zu einer Riesenverwirrung geführt, auch wegen der Kommunikation, die ZK Sync an den Tag gelegt hat und natürlich auch sehr viele Beschwerden von Nutzern, die gesagt haben, warum habe ich jetzt keins bekommen? Und ZK Sync hat versucht, da transparent mit umzugehen. Aus meiner Sicht, ja, ist das ursprünglich oder anfänglich nicht ganz gut gelungen, aber letzten Endes eigentlich, ja, haben sie alles aufgeklärt. Für mich stellt sich nach wie vor die Frage so, was sollte das? Warum haben Sie das gemacht? Sie sagen oder erklären, dass sie eben mit neuen NFTs und Kollektionen experimentieren wollten und ja, einfach mal versucht haben, wie man das jetzt an so eine Gruppe sendet. Aber wie gesagt, das hat eher zur Verwirrung geführt, ist aus meiner Sicht jetzt nichts, worüber sich jemand Sorgen machen sollte, der keins bekommen hat. Einfach weiter gemäß der Anleitung, die ich ja in Airdrop One auch geschrieben habe, vorgehen, regelmäßig aktiv sein und dann wird man auch einen Teil des Kuchens abbekommen, sollte es denn irgendwann mal diesen Airdrop auch geben. Weißt du, wo ich mir aber diesbezüglich Gedanken jetzt mache? Immer wenn ich solche komischen, nicht mal Mint-Mechanismen, aber so Distributionsmechanismen sehe, die ein bisschen schief laufen, hinterfrage ich immer so ein bisschen die technische Fähigkeit des Teams. Und wenn wir jetzt von Airdrops sprechen und vom Fakt sprechen, dass hier eben diese 179.000, die einen NFT gekauft haben, eventuell quasi sogar eines erhalten hätten, mache ich mir schon ein bisschen Gedanken bezüglich des Airdrops. Wird ein allfälliger Airdrop dann sauber ablaufen? Wird es da auch technische Probleme und dann ein Blogpost geben? Wir erinnern uns zurück an an den Arbitrum Airdrop. Der ist technisch ja auch nicht super sauber gelaufen. Wir erinnern uns, oder? Der Preis war lange irgendetwas zwischen 9 und, glaube ich, $12. Und sobald die breite Masse kommen konnte, ist der Preis extrem stark gefallen. Solche Sachen machen mir schon ein bisschen Sorgen, aber es gilt grundsätzlich genau das, was du gesagt hast, oder einfach mal weitermachen, überhaupt die Eligibility für den Airdrop erhalten, und dann kann man sich diese Sorgen machen. Vielleicht war das auch eine Lehre oder ein kleiner Stein quasi auf dem Weg, den sie jetzt weggeräumt haben. Ja, guter Punkt. Also ich hoffe auch, dass sie dadurch ihre Lehren ziehen und dass dann eben nicht so ein Malheur passiert, wenn dann ein Airdrop kommen sollte. Und ja, das Thema, was du auch noch angesprochen hast mit Arbitrum und generell mit Airdrop-Claimen, da ist schon so viel schiefgelaufen bei großen Projekten. Also sobald der wirkliche Endnutzer ins Spiel kommt, der nicht mit Bots hantiert, dann ist der Preis meistens sehr, sehr gering und vorher gibt es dann, ja, ist die Seite down und man kann gar nicht darauf zugreifen. Ich glaube, dass das ein generelles Problem ist bei Airdrops, wobei
ich auch da mit einem gut befreundeten Entwickler gesprochen habe. Und das wäre vielleicht auch was für die AirDrop One Community, wo wir mal drüber sprechen können, dass wir eine Anleitung dazu machen, wie man über den Etherscan-Kontrakt gleich den AirDrop claimen kann, ohne auf die UI des jeweiligen Projekts zu warten. Wenn diese down ist, kann ich nicht claimen. Und wer den Arbitrum AirDrop für $9 hätte claimen können, der hätte ja deutlich mehr Profite gemacht, wie es letztendlich möglich war. Und daher, das können wir mal mit auf die Agenda nehmen und vielleicht nochmal besprechen. Aber das fände ich auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Sache auch für die Community. Unbedingt, ja. Ich glaube, das ist auch so ein heißes Thema, das wir auch zum Beispiel im NFT Campus immer wieder besprochen haben, quasi ein NFT direkt vom Contract zu minten. Ich glaube, da ist die Nachfrage definitiv vorhanden. Jetzt letztes Thema, sehr, sehr kontroverses Thema, aber ich finde es sehr, sehr gut, dass du den Link eigentlich gepostet hast, beziehungsweise dass wir jetzt darüber sprechen. Airdrop Farming ist natürlich auch eines der Probleme, beziehungsweise eines der Gründe, wieso Airdrops zum Teil gar nicht gemacht werden, anders gemacht werden, andere Leute quasi auch teilweise ausgeschlossen werden, etc. Kannst du uns vielleicht ganz kurz so den Überblick zum Thema Airdrop-Farming geben? Ja, Airdrop Farming ist ein Thema, was eher sehr, sehr negativ behaftet ist in dem Space. Wir haben bei vielen Airdrops gesehen, dass Leute mit hunderten Wallets oder sogar tausenden Wallets versucht haben, Airdrops zu farmen. Und das ist dann, wenn sie es schaffen, hunderte Wallets zu nutzen und eligible zu sein für den Airdrop, dann können sie natürlich Summen realisieren, die astronomisch sind. Und was wir zuletzt gesehen haben, ist, dass es sehr viele ja, Initiativen gab von den jeweiligen Projekten, die dann Airdrops gemacht haben, um dieses Farming zu unterbinden. Also es wird auch Sybil Attack genannt. Und sie haben dann beispielsweise auch Bounties gezahlt dafür, dass andere Leute herausgefunden haben, durch On-Chain-Analysen, wer diese Airdrop-Farmer sind, die identifiziert haben, vom Airdrop ausgeschlossen und entsprechend dann an die Leute, die mitgeholfen haben, Bounties verteilt. Ich selbst bin wirklich kein Freund davon, so vorzugehen. Man liest es aber immer noch sehr, sehr oft. Es gibt viele Leute in den Discord-Kanälen, die damit angeben und sagen, naja, ich war wieder mit meinen 50 Wallets dabei beim letzten Airdrop und habe so und so viel verdient. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man als ehrlicher Nutzer dafür belohnt wird, dass man sich mit Krypto beschäftigt, lernt, sich selbst weiterbildet, die Projekte nutzt und auch langfristig fördert. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen sehr auf der genau entgegengesetzten Seite. Also ich bin jemand, der die Projekte auch langfristig unterstützen möchte, der Airdrops nicht sofort verkauft in den meisten Fällen, sondern eher langfristig hält und versucht, ja, was Gutes in der Community zu tun. Und speziell hier jetzt gibt es eben eine Anleitung so gesehen, wie das Ganze geht, wie man mit hunderten Wallets diese Airdrops farmen kann. Und dieser Adisor beschreibt zwar, dass nur zu Informationszwecken und keine wirkliche Anleitung ist, aber wir wissen alle, wie es da tatsächlich läuft. Und wir sehen auch in den Kommentaren ganz am Ende, dass die Leute sagen, hey, super, vielen Dank für die Anleitung. Und wie geht das und das? Und dann beschreibt er nochmal den nächsten Schritt sozusagen. Also ich sehe das sehr, sehr konträr. Ich weiß nicht, wie du das bisher wahrgenommen hast. Ja, ich habe das Thema lustigerweise gerade letztens durch Airdrop Farming Bots wieder mal mitbekommen, dass die Leute da Bots verkaufen. Ich sag mal auf dem Graumarkt bezüglich diesen Themen, oder? Da werden dann Bots verkauft, die sehr spezifisch für eine Chain dann funktionieren. So wie es dieser Adisor im Artikel erklärt, also in seinem Tweet Storm erklärt, ist es eigentlich wirklich auf jegliche Chain angewendet. Also es werden Tools wie eben Proxy-Tools oder halt Möglichkeiten, mehrere Wallets zu erstellen, werden genutzt, um dann quasi die Tätigkeiten halt mehrmals wie nachzumachen. Rein ethisch gesehen bin ich komplett bei dir. Ich sehe das gleich. Ich bin kein großer Fan davon, das System so versuchen zu betrügen. Ultimativ schadet es dem System. Jetzt kann man da natürlich über den Sinn und Unsinn eines Airdrops so oder so sprechen. Ich glaube, das ist nochmal eine andere philosophische Diskussion. Aber Fakt ist,
Wer sich mit den Chains auseinandersetzt, wer sich die Technologie genauer anschaut, wer das Potenzial erkennt, der wird dann den Airdrop auch entsprechend anders behandeln. Im positiven wie im negativen Sinne übrigens. Das heißt, wer jetzt, sagen wir, einen Airdrop erhält, den sofort verkauft, hat zwar Profit, aber wenn jetzt sich herausstellt, dass die Chain das nächste Ethereum, das nächste Bitcoin wird, dann ärgerst du dich nur, dass du die Chain nicht genau angeschaut hast und den Airdrop sofort verkauft hast. Umgekehrt, wenn die Chain als das nächste überhaupt gehypt wird und du dann nicht verkaufst, ist es natürlich auch wieder ärgerlich. Also ich glaube, da eine gesunde Balance zu haben und vor allem eben die Technologie zu nutzen, weil wer diese Technologien mehr nutzt, beziehungsweise unterschiedliche Chains nutzt, erkennt auch den Sinn oder Unsinn gewisser Plattformen und Protokolle. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was dir ein Farming-Bot oder quasi diese Methoden, die hier dargestellt werden, nicht wirklich aufzeigen. Das geht für mich so ein bisschen auch in die Richtung von irgendwelchen Instagram- oder TikTok-Accounts aufziehen, diese auf 100.000 zu bringen mit irgendwelchem Fake-Engagement und dann irgendwelche Werbung verkaufen. Das bringt schlussendlich niemandem wirklich was, außer dass quasi die Plattform zugespammt wird. Und so wird es quasi bei den Protokollen einfach zu mehr Arbeit führen, weil die sind ja natürlich auch nicht blöd, die bekommen das natürlich auch mit. Das heißt, meistens werden diese Leute auch rausgefiltert. Dann hast du im schlimmsten Fall Geld und Zeit investiert in etwas, wo du dann schlussendlich sogar null rausbekommst. Von daher, ich bin kein Fan davon. Ich finde ein Airdrop an sich preislich schon so attraktiv, dass wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber Fers, ich habe halt kein Geld, ich möchte halt irgendwie 100.000 mit Airdrops machen, dann würde ich sagen, schau dir lieber drei verschiedene Airdrops aus unserem Airdrop One an, nimm die, die Tassilo spezifisch markiert hat, mach bei all den drei wirklich den gleichen Zeitaufwand wie beim Airdrop-Farming und ich kann dir garantieren, du kommst viel effizienter zu deinem Ziel, weil dann halt auch das Risiko, dass du ausgeschlossen wirst, halt viel geringer ist. Im schlimmsten Fall hast du bei der anderen Methode halt wirklich so viel quasi gefarmt, in Anführungszeichen, dass du schlussendlich rausgefiltert wirst und dann war die ganze Arbeit für nichts. Aber wie gesagt, ich finde es ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir müssen uns auch dem bewusst sein, dass Airdrop-Farming stattfindet. Bringt uns für die Anleitung aber auch wieder etwas, dass wir quasi ein bisschen mehr Aktionen oder unterschiedliche Aktionen von Zeit zu Zeit ausführen müssen, um uns auch von den Bots zu differenzieren. Von daher hilft es sicherlich, diese Tools zu kennen. Ja, absolut. Ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den wir hervorheben sollten, dass wir wirklich versuchen, in diesen Anleitungen auch Dinge zu machen, die jetzt ein Bot nicht unbedingt macht. Also gerade wenn man mit Bots unterwegs ist und dann mit Hunderten, dann wird man zum einen keine großen Beträge nutzen, weil sonst müsste man ja 100 Wallets mit 100 großen Beträgen bestücken, beziehungsweise das Geld immer wieder zwischen den einzelnen Wallets hin und her schicken. Und zum anderen ist man wahrscheinlich auch begrenzt auf eine gewisse Anzahl an Protokollen, die man nutzt. Und ja, da gibt es schon Mittel und Wege, sich zu unterscheiden. Ich denke, da sollten wir auch einen Fokus drauf legen in der Zukunft. Absolut gutes Schlusswort. Das war's von Airdrop Weekly diese Woche. Wieder sehr spannende Sachen. Wer, wie gesagt, mehr Infos und Anleitungen zum Thema Airdrops erfahren möchte, idealerweise in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung auf airdropone.ca.de. Beide URLs sollten funktionieren. Vielen Dank, Tassilo. Wir sehen uns im nächsten Video. Jo, bis dann.